Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So lange habe ich jetzt kein Video mehr gedreht und ich freue mich umso mehr, wieder vor der Kamera zu stehen und ein neues Video für euch zu planen. In der Zwischenzeit habe ich auch meine Backbox bekommen. Die packe ich gleich aus und zeige euch natürlich den Inhalt. Der Grund, warum ich keine Videos gedreht habe, war, mein Mann wurde operiert und da steht jetzt noch eine große OP an. Aber wenn wir die dann überstanden haben, dann ist alles gut und dann kommen wieder regelmäßiger Videos und darauf freue ich mich schon besonders. Also ich war zeitlich sehr eingeschränkt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich komme dann jetzt gleich erstmal zu der Backbox und danach backen wir einen richtig tollen Kuchen. Ich zeige euch jetzt einfach einmal grob den Inhalt von der Backbox. Die Backbox ist für alle Hobbybäcker. Die Auswahl ist immer richtig cool. Da sind immer richtig tolle Sachen dabei, die man auf jeden Fall verwenden kann. Jedes Mal guckt euch mal bitte diese schöne und süße Flasche an. Diese Herzform mit Eierlikör. Also die kann man richtig toll zum Muttertag verschenken. Und wir verwenden jetzt einfach mal ein paar Dinge aus der Backbox und backen einen Kuchen. So wie immer habe ich alles vorbereitet und ich habe jetzt einfach mal ein paar Dinge ausgetauscht von meinen Dingen, die ich zuvor hatte. Ich hatte hier anderen Vanillezucker, diesen habe ich jetzt mit den von der Backbox ausgetauscht und wir schauen einfach mal, wie der Kuchen wird, aber ich weiß schon, der wird richtig lecker. Für die Zutaten brauchen wir 200 Gramm gemahlene Nüsse, das ist ganz egal, welche ihr zu Hause habt, 50 Gramm Weizenmehl, 5 Eier, diese sollten am besten zimmerwarm sein, 230 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 80 Gramm geraspelte Schokolade und dann habe ich hier noch etwas Dekor, so kleine Marzipan, Karotten oder Möhren und dann noch die Eier, die ich in der Backbox hatte. Außerdem gebe ich in diesen Kuchen dieses Mal etwas Eierlikör mit hinein, nur so einen kleinen Schuss für den Geschmack, schmeckt bestimmt richtig lecker. Und zum Schluss brauchen wir noch etwas Kuvertüre. Ich nehme so circa 100 bis 150 Gramm, schmelze diese und gebe die dann oben drauf auf meinen Kuchen, wenn dieser fertig gebacken ist. Und dann verziere ich mit den restlichen Zutaten, also mit den Ostereiern und mit eventuell den Rüblis. So, ich komme jetzt einfach mal zu der Anleitung und dafür müssen wir jetzt erstmal die Eier und Zucker mit Vanillezucker für 5 bis 6 Minuten schaumig aufschlagen. Ich gebe einfach die Eier in die Rührschüssel, Zucker und Vanillezucker ebenfalls. Und jetzt alles so stark auf höchster Stufe wie möglich. Die Eier sind jetzt aufgeschlagen. Ich gebe jetzt die Schokolade hinzu und dann etwas Eierlikör. Wie gesagt, jeder kann so viel nehmen, wie er möchte. Ist ja auch nur für den Geschmack. Ihr könnt es auch weglassen, wenn ihr nicht mögt. Jetzt gebe ich noch die Nüsse und Mehl hinzu. Wer möchte, dass der Kuchen besonders locker wird, der gibt noch einen halben Teelöffel Backpulver mit hinein. Das mache ich jetzt auch. Dann wird er richtig schön fluffig. Aber ihr könnt Backpulver auch weglassen, wenn ihr das nicht so vertragt. Und jetzt alles so kurz wie möglich miteinander verrühren zu einem glatten Teig. Und das mache ich auf mittlerer Stufe. Der Teig ist nun fertig. Diesen gebe ich jetzt in meine Gugelhupfform. Ihr könnt natürlich jede weitere verwenden. Den Ofen habe ich schon bereits vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Ich gebe den Teig jetzt in meine Kuchenform. Ich habe hier so eine Silikonform und diese habe ich bereits auch schon eingefettet. Und dann kommt der Teig auch schon direkt in den Ofen und nach ca. 45-50 Minuten mache ich dann die Stäbchenprobe und schaue, ob der Kuchen auch wirklich durch ist. Wenn er noch nicht durch sein sollte, lasse ich den für weitere 3-4 Minuten drin. Danach sollte der aber definitiv durch sein. Abkühlen lasse ich den übrigens auch in meiner Silikonform und sobald er dann abgekühlt ist, also noch im lauwarmen Zustand, dann fange ich diesen an zu dekorieren.
Ich habe mir auch schon zum Schmelzen der Schokolade hier alles vorbereitet, so wie ihr seht. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Backen wieder. So, ihr Lieben, der Kuchen ist aus dem Ofen und so sieht er aus. Lasst ihn bitte nicht länger als 45 Minuten im Ofen, weil dieser ist dann vollständig fertig gebacken, sonst wird er euch zu trocken. Den Kuchen habe ich jetzt, nachdem er abgedampft ist, gestürzt auf ein Backpapier. In der Zwischenzeit habe ich ein paar Energy Balls zubereitet. Die könnt ihr hier sehen und deswegen ist mein Backpapier auch ein bisschen hier so mit so Resten. Ich fand das zu schade, das Backpapier wegzuschmeißen, kann man ja wieder verwenden. So, jetzt gebe ich die Kuvertüre oben drauf und schmücke den Kuchen ein bisschen und dann ist er auch schon fertig und kann dann gegessen werden. So, ihr Lieben, und so sieht der Kuchen bei mir fertig aus. Ich werde diesen jetzt noch vollständig abkühlen lassen, damit die bunten Eier oben drauf und an den Seiten schön fest werden. Dann kann man den Kuchen auch schon anschneiden und auf eine Tortenplatte geben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar oder auch einen Daumen nach oben. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal. Daumen hoch.